Ja, hallo zusammen, willkommen bei Last Epoch. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge. Gleich vorweg, in dieser Session werde ich nur drei aufnehmen und hoffe, dass ich es nächste Woche schaffen werde, dann noch die restlichen zwei aufzunehmen. Kann ich allerdings nicht versprechen. Ist einfach eine Zeitgeschichte, die mir etwas fehlt dieses Wochenende. Also, damit ihr es nur wisst, heute ist Samstagabend, während ich das aufnehme. Ja. Heute war ich einen ganzen Tag unterwegs, hab mir mal eine Auszeit gegönnt, war spazieren mit einer guten Freundin von mir. Jedenfalls ist es so, jetzt muss ich mal überlegen, was hier was war. Flurry war das, alles klar. Ja, wie gesagt, hab mir das schöne Wetter heute genossen, waren im Park unterwegs und in der Stadt. Einfach mal raus und es wurde auch echt mal wieder Zeit irgendwie, dass man mal wieder, ja, das Wetter war einfach danach. Und ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Wenn ich es diese Woche also nicht schaffe, für Last Epoch und für Grim Dawn, also Reign of Terror, jeweils 5 Folgen zu bringen, dann tut es mir leid. Dann ist das allerdings so. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Klingt hart, aber wie gesagt, für mich ist es einfach so. Ach, was, wo willst du denn hin? Ach, hör auf hier. So, Freunde, ihr könnt mich auch mal. Ich glaube, ich sag, ihr könnt mich mal. Also. Ja, wie gesagt, das musste heute einfach mal sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile so. Ich bin jetzt nicht der große, ey, hört ihr mal auf, der große, riesige Weggeher. Also ich muss es nicht haben, irgendwie jedes Wochenende irgendwie unterwegs zu sitzen. Tut gar nicht Not. Das war ich schon vorher nicht. Das habe ich irgendwie bis zu einem gewissen Alter gemacht. Ich glaube so bis 30, dass man irgendwie auch alle 3 Tage am Wochenende unterwegs war. Das ist vorbei. Das ist schon länger vorbei. Und das ist auch gut so, dass es vorbei ist. Das muss man auch mal so sagen. Hallo, könntest du sterben? Danke. Sag mal. Das war eine nette Zeit und da hat man auch viel Spaß gehabt und so. Aber irgendwann ist man da raus. Also ich zumindest. Und ich glaube, das sollte auch so sein. Weil man sich einfach mal vor Augen halten muss, dass. Ah, aufgelevelt. Irgendwas ist. Achso, das Mindeste. Ja, hallo zusammen, willkommen bei Last Epoch. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge. Gleich vorweg, in dieser Session werde ich nur 3 aufnehmen und hoffe, dass ich es nächste Woche schaffen werde, dann noch die restlichen 2 aufzunehmen. Kann ich allerdings nicht versprechen. Ist einfach eine Zeitgeschichte, die mir etwas fehlt dieses Wochenende. Also, damit ihr es nur wisst, heute ist Samstagabend, während ich das aufnehme. Ja. Heute war ich einen ganzen Tag unterwegs, hab mir mal eine Auszeit gegönnt, war spazieren mit einer guten Freundin von mir. Jedenfalls ist es so, jetzt muss ich mal überlegen, was hier was war. Flurry war das, alles klar. Ja, wie gesagt, hab mir das schöne Wetter heute genossen, waren im Park unterwegs und in der Stadt. Einfach mal raus und es wurde auch echt mal wieder Zeit irgendwie, dass man mal wieder, ja, das Wetter war einfach danach. Und ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Wenn ich es diese Woche also nicht schaffe, für Last Epoch und für Grim Dawn, also Reign of Terror, jeweils 5 Folgen zu bringen, dann tut es mir leid. Dann ist das allerdings so. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Klingt hart, aber wie gesagt, für mich ist es einfach so. Ach, was, wo willst du denn hin? Ach, hör auf hier. So, Freunde, ihr könnt mich auch mal. Ich glaube, ich sag, ihr könnt mich mal. Also. Ja, wie gesagt, das musste heute einfach mal sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile so. Ich bin jetzt nicht der große, ey, hört ihr mal auf, der große, riesige Weggeher. Also ich muss es nicht haben, irgendwie jedes Wochenende irgendwie unterwegs zu sitzen.
tut gar nicht Not. Das war ich schon vorher nicht. Das habe ich irgendwie bis zu einem gewissen Alter gemacht. Ich glaube, so bis 30, dass man irgendwie auch alle 3 Tage am Wochenende unterwegs war. Das ist vorbei. Das ist schon länger vorbei. Und das ist auch gut so, dass es vorbei ist. Das muss man auch mal so sagen. Hallo, könntest du sterben? Danke. Sag mal. Das war eine nette Zeit und da hat man auch viel Spaß gehabt und so. Aber irgendwann ist man da raus. Also ich zumindest. Und ich glaube, das sollte auch so sein. Weil man sich einfach mal vor Augen halten muss, dass... Ah, aufgelevelt. Irgendwas ist... Achso, das Mindestlevel ist jetzt... Minimum Skill Level ist jetzt 3. Aber wir sind doch aufgestiegen, was ich ja sehr nice finde. Dann gucken wir mal. Hallo? So... das wollen wir haben. Wir haben jetzt vergeben. 6, 13, 14, 15. Ah ja. Müsste dann eigentlich in der nächsten Runde funktionieren, gehe ich mal von aus. Ach, was ist das? Ach, wir können 9 Punkte oder neue. Ne, Level 13, Level 19, ne, 9, was? Was? Ja, keine Ahnung, was das jetzt wieder für eine neue Quest ist, aber neue Quest nicht, neuer Skill ist. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Möchte jetzt auch gerade nicht so rumprobieren. Können wir das mal lassen? Ja, sehr dankbar für. So, jetzt lassen wir eben gucken hier. Wo wir eigentlich hin müssen. Da ist noch ein Spinner. Hallo, Arschlochspinner. So, alle Freunde. So. Also ich würde mal sagen, also wir können, Moment mal eben. Ja, also wie gesagt, da oben können wir, gehen wir doch gleich mal nach oben. Wie gesagt, wenn ich es dann, wenn ab Donnerstag keine Folgen mehr kommen, dann sorry, ist das so. Oder ich lege es anders und bringe jeden Tag nur eine Folge, ja, hier können wir lang, eine Folge Grim Dawn und eine, so, beziehungsweise oder eine, nicht und, weil das wäre völliger Nonsens in dem Kontext, oder halt eine, ja, Jungs, ist ja gut. Oder eben halt entsprechend. Eine Last Epoch könnte nächste Woche auch passieren. Und ich habe auch wahrscheinlich morgen, sage ich ganz, ey Jungs, haut ab. Können wir das mal lassen hier? Oh ja, ja, ich muss mal im Hals nehmen, das macht nämlich gerade ganz schön Aua hier. Okay. Kannst du das mal lassen? Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie ich es schaffe. Tendenziell werde ich versuchen, dann am Dienstag nochmal aufzunehmen. Vorher schaffe ich es dann nicht. Also morgen werde ich auch 3 Folgen aufnehmen. Aber morgen habe ich auch noch 1, 2 andere Dinge zu erledigen. Von daher... Nehmt es mir nicht übel, wenn ich es nicht schaffen sollte. Sag mal. Ist halt einfach so manchmal, ne? Ja, nächsten Freitag dann. Also diese Folge wird ja am Montag kommen. Alter, wer bist du denn hier? Hör mal.
not happy. Können wir das mal lassen hier? Sag ich doch. Ey, sag mal, geht's noch? So. Nächsten Freitag, genau. Stream auf Twitch. Wenn der Lieferant pünktlich liefert, dann am Freitag soll The Returnal rauskommen. Und da freue ich mich schon drauf. Das sieht sehr spannend aus. Ist halt ein PlayStation 5 Exclusive. Im Sci-Fi-Setting. Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeguckt. Das sah sehr interessant aus. Wenn es alles klappt und der Lieferant am 30., also sprich am Freitag auch entsprechend liefert, dann werden wir das zusammen zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, aber ich kann es halt noch nicht garantieren. Das hängt davon ab, ob dann die entsprechende Lieferung pünktlich ist. Wäre blöd, wenn nicht, würde ich mich drüber ärgern, aber dann könnte ich es auch nicht ändern. Ja, gestern haben wir wieder der liebe Walterus, der liebe Dan und ich haben gestern, was ist denn das hier eigentlich, haben gestern wieder Outriders gespielt, hat super viel Spaß gemacht. Hat echt Laune gebracht, mit den beiden auch zu zocken. Ist witzig. Wir reden eine ganze Menge Scheiße. Ich werde den Stream von Sonntag 4 Stunden oder so geht der, werde ich auch hochladen. Ja, wenn ihr mögt, schaut gerne rein. Hallo Freundchen. Schaut gerne rein, würde ich mich drüber freuen. So, Freunde, ist gut jetzt. Ja, ja. Ich weiß, ihr mögt mich nicht. Das macht aber nichts. Oh, die ist groß. Und wieso? Ich will erstmal das Gesocks hier drumherum wegmachen. Ja, könnt ihr das mal lassen? Echt jetzt nicht fair, ne? So. Okay, Freunde. Seid ihr echt jetzt einfach so umgefallen? Nun gut, soll mir recht sein. Soll mir absolut recht sein. So. Ach, Mann. Ihr wollt mir echt auf die Nerven gehen, oder? Kann das sein? Oh, mal im Roster. Was mache ich denn da? Immer schön mitten rein. Ach, dann kommen noch mehr Arschlöcher. Ihr könnt mich doch mal. Echt jetzt mal. Kannst du das mal lassen, Freundchen? Also in die Vergiftungsflasche würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen an Skillpoints reinpacken. Vielleicht mehr Gifteffekt oder so, ich kann es nicht sagen. Was war das jetzt? Warum? Ach da, alles klar. So. So. Ach, leck mich. Komm hier, sowas Blaues kann... Ich sagte, sowas Blaues kann sich mal ver... pissen. So, jetzt wollte ich aber hier was machen. Aber ist immer noch nur der eine Skill. Nicht, dass das schlimm wäre. Was ist das denn jetzt hier? Velocity. You can deal increased damage with your next. Ja, das ist ganz nice. Wobei, ich möchte hier mal gucken. Jade Quiver. Using Shift grants you Jade Arrows. Aha. Ja. Aber Bow Attack machen wir ja nicht. Oh, das ist gut. Ja, die Shift ist halt ganz nice, weil man ausweichen kann und man bekommt halt Health dafür, was ja durchaus angenehm ist, muss man ja mal so sagen. Von daher packe ich da gerade Skillpunkte rein. Man kann sie ja, hallo, man kann sie ja im Grundsatz auch alle zurücksetzen, so ist es ja nicht. Ja?
Alter, könnt ihr das mal lassen? Ja. Hoppla, Level 16. Also bisher, ich hoffe nicht, dass irgendwann der Char wieder... Lebst du noch oder ist das Symbol einfach nur so da? Na gut, es scheint einfach nur so da zu sein. Boah, leck mich. Wir können mal eben hier, die mal eben weg. Den blauen Hammer, den ich da gerade eben gesehen habe, braucht auch kein Mensch. Okay, eine goldene Axt ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber hey, man kann nicht alles haben. Na komm. Könntest du das mal lassen? Dankeschön. So, jetzt müsste ich doch in der reinen Theorie Dual Wielding, genau. Mehr Schaden machen, das finde ich gut. Da kann man auch einige Punkte reinsetzen, sehe ich gerade. Nice, nice.